fange dann jetzt an. Da kommt ziemlich viel. Hört auf, das sind harmlose Kreaturen. Da kommt ein wenig näher. Achtung. Scharfzahn. Mit den Blastern aufpassen. Schüler, können Sie bitte wieder einen Schritt zur Seite gehen und meinem Scharfzahn etwas Freiraum lassen? Ich sagte ja, es ist etwas schwieriger, weil der Boden nass ist. Oh, da kommt wieder einiges. Zoe, Sie wissen, was Sie tun? Ja, ich schlüpfe irgendwie durch. Ich gebe mein Bestes, sie zu beschützen mit meinem Schild. Und ich hätte auch gerne hier unten ein bisschen Platz, wenn es geht. Benutzt die Blaster, die Tiere beißen sich die Zähne aus. Okay, es läuft durch, von 100 runter. So lange müssen wir noch durchhalten. Können Sie sich wegbewegen? Ich schon, ja. Es läuft jetzt schon allein durch, also. Müssen wir nichts mehr tun? Oh. Fertig? Was ist das? Oh mein Gott! Was war das? Das war kein Raumschiff. Eine metallische Version von unserem. Nur eher mehr massiver als. Wie lange noch? 20%? Noch einer dieser Maschinen. 10%? Wirklich stark ist dieser Akku auch nicht. 3 meiner Scharfzähne reichen aus. Bitte nicht feuern. Ich hoffe, der rote Obelisk wird der gefährlichste sein. Endlich mal was Anspruchsvolles bestimmt. Der 500. Wir sollten gleich erstmal ein Lager aufschlagen. Ich werde durch diese Obelisken sehr geschwächt. Fünf. Ich hoffe, da kommt jetzt mal was Anspruchsvolles hier. Das ist ja alles hier. Großmutter sagt, es sei gefährlich.
habe nicht das Gefühl. Sehr treffsicher. Das ist schön, dass sie sich noch sicher fühlen. Ich war zwischen den ganzen Beinen. Der sieht größer aus. Mit dem Blaster aufpassen da oben! Bleibt an dem Grünen! Gut, jetzt auf die Maschinenversion. Sehr schön. Ihr müsst die Kabel durchtrennen. Da geht runter weg. Nee, auf den. Oh, das ist wahrscheinlich die letzte Runde gewesen. Er explodiert. Sei nicht so ein Schwächling, mein Schüler. Du hast auf dem Luftschiff schon enttäuscht. Enttäusch hier nicht bei der Mission. Wow. Hey, zurück. Die Explosion ist hier am Boden. Sturmtruppler, ordentlich was abgekriegt. Kommt mit, wir gehen vorne auf die Lichtung und schlagen da ein Lager auf. Mein Lord. Captain Phasma. Sollten wir nicht vielleicht zu unserer Basis zurückkehren? Immerhin ist es bald Zeit für den Frühschlaf und der Weg ist lang. Ich dachte an ein Lager hier aufschlagen. Wie bitte, mein Lord? Ich dachte an ein Lager. Wie Sie meinen? Wir haben auch mal in der Wüste überlebt. Nach den Archäologen. Wir sammeln die Sachen zusammen für ein Lager hier. Ausschwärmen. Das wäre mir sehr lieb, denn Ihr Raptor hat entweder das Zeitliche gesegnet oder ist weggelaufen. Was ist ein Raptor? Naja, dieses komische Springvieh, was Angst vor Wasser hat. Und ich nasse Füße bekommen habe. Ein Ding. Wollen Sie damit sagen, dass Sie meinem Springer verloren haben? Ist er doch. Nein, das ist der mit von Sky. Oh, sorry, schauen Sie. Wenn Sturmtruppler am Arbeiten sind, wie schnell das geht. Um ein Lager aufzustellen. Ja, ich sehe. Mein Schüler, so etwas Gutes gesehen. Mein Schüler sucht einen Springer. Er muss ja noch hier irgendwo in der Nähe sein. Captain Phasma nicht so groß. Wird Holz benötigt? Ja, für Betten. Schafzähne und Tiere sollten jetzt alle nach drinnen gebracht werden.
Aus welchem Stoff machen Sie die Zelte? Oder ist das aus da Tierhäuten? Leder? Hier ist das Holz. Ich hoffe, darin wird man nicht nass. Und deswegen ist es aus Leder, nicht aus Stoff. Den Gedanken, Kapitän. Was bedrückt Sie? Ja, das kann man so sagen. Ja. Ich suche immer noch die rote Rüstung und naja, mir dürstet es nach Rache. Mein Schafzahn hat vorhin einen im ganzen Stück verspeist. Captain, falls Ihnen das noch nicht aufgefallen ist, Sie kämpfen die ganze Zeit dagegen. Naja, das, was jetzt gerade gegen das wir gekämpft haben, das ist nicht wirklich eine Herausforderung. Es ist der Kapitän. Naja, im Anbetracht dessen, Ihre Tiere sehen nicht gerade sehr gesund aus. Ich denke, das hätten wir auch ohne sie geschafft. Und beinahe hätte mich eins erwischt. Also ein bisschen bessere Arbeit müssen sie schon leisten. Könnten sich mal alle auf die Zelte verteilen, damit ich sehe, wo noch, ob noch mehr benötigt werden? Ich gehe in die Mitte. James? Ja? Wir sind natürlich mit Zoe in einem Zelt. Kapitän, Sie haben ein eigenes. Ich glaube, James ist noch die Gegend absichern. Fass mal mit dem Architekten zusammen. Ja, wenn man hört. Und Sie mit Ihrem Schüler? Mein Schüler hat ein eigenes. Mir eins fehlt noch. Ah, da bist du also, ja endlich. Komm, hier sind zwei Betten für uns. Die Rüstung sieht geil aus, also das muss man einfach mal so stehen lassen. Ich hoffe, du hast deine Füße gewaschen. Die stinken nämlich immer so. Und hier gibt es keine Lüftung. Mein Leute, ich habe nicht mehr genug Materialien für ein weiteres Zelt. Also entweder teilt sich Ihr Schüler das Zelt mit dem Kapitän. Und Sie haben ein eigenes Zelt oder der Kapitän behält sein eigenes Zelt und Sie teilen sich eins mit dem Schüler. Das ist kein Problem, ich habe noch ein Zelt, dabei. Okay. Muss dann es noch kurz bauen aufbauen. Sie Ihr eigenes Zelt auf. So, meine Sturmtruppler, das war's für heute wieder. Wir sehen uns am Dienstag um 20 Uhr wieder. Ihr wisst Bescheid. Ich muss euch hier an der Stelle gleich mal sagen, es hat wieder mega Spaß gemacht mit den Leuten, die heute dabei waren. Ich hoffe, wir sind wieder zahlreich beim nächsten Mal vertreten. Und natürlich hoffe ich euch auf euch Zuschauer. Haut rein, möge die Macht mit euch sein.